Herzlich willkommen in Babylon, der großen Stadt, wo es keine Detektive hat. Nur zwei. Die letzten Detektive. Und das sind wir, Thorsten Katke und Rudolf Inderst. Und bevor wir jetzt so richtig einsteigen, möchte ich erstmal allen, die uns zugehört haben in unserer Pilotfolge, sagen, vielen herzlichen Dank, macht weiter so. Und über ein Feedback haben wir uns ganz besonders gefreut, und zwar von den lieben Kollegen des Akte X Cast. Sucht die ruhig mal auf der Plattform eurer Wahl. Die beschäftigen sich natürlich mit der vermutlich großartigsten Twin Peaks Serie, die es jemals gab, Akte X, X-Files, und rollen die wirklich systematisch auf. Und das letzte Mal haben sie uns ganz nett, ganz lieb erwähnt. Also viele Grüße nach Köln und nach Berlin. Ja, auch von mir. Vielen Dank an unser erstes offizielles quasi Podcast-Kollegen-Feedback, wenn man das so nennen kann. Wir wollen jetzt für Testmarkt unseren heutigen ersten Fall von Jonas mit einer kurzen Inhaltsbeschreibung beginnen. Wir schreiben den 14. März 2009. In Babylon, mitten in den Vereinigten Staaten von Europa, trifft der letzte Detektiv Jonas auf Judith Delgado. Jene beehrt ihn geschäftlich und erzählt von einer merkwürdigen Geschichte. Ihr lebensfroher, vitaler Onkel Adrian ist aus seinem Apartment im 9. Stock gestürzt. Beim folgenden Aufprall kam er ums Leben. Sam, Jonas' Supercomputer, weiß dazu Erstaunliches zu berichten. In den Vereinigten Staaten von Europa ist Selbstmord ein alltägliches Phänomen, aber plötzlich werden Zugriffe auf aktuelle Suizidzahlen und Statistiken verweigert und verschlüsselt. Es ist also an der Zeit, den Dingen auf den Grund zu gehen. Jonas nimmt Judiths Auftrag an. Testmarkt, die erste Folge des letzten Detektivs, feierte am Donnerstag, den 11.10.1984 im Bayerischen Rundfunk und da auf BR2 Premiere und wurde am 6.03.2003 wiederholt. Seit 2006 ist sie beim Hörverlag als CD erhältlich, allerdings inzwischen etwas schwer zu bekommen, da sie nicht mehr gepresst wird. Wenn ihr euch für den Kauf entscheidet und dazu raten wir, dann werdet ihr von einem interessanten Cover begrüßt, über das wir sprechen sollten. Ja, dieses Cover ist hauptsächlich in graubraunen Farbtönen gehalten, mit ein paar dunkelroten Einlassungen. Dunkelrot wie das Blut? Wir sehen eine Figur, die mit großer Sicherheit Jonas, den letzten Detektiv, in seiner Kluft inklusive Hut und Trenchcoat darstellt. Jonas steht vor einschüchternd unattraktiven Hochhäusern an einer Art Busbahnhof. Und wenn man genauer hinsieht, dann sieht man ein kleines Osterei. Einer der Busse hat den Zielanzeiger Van Dusenplatz. Kosas anderer großer Hörspielheld ist also, wenn auch über ein Jahrhundert früher, Teil des gleichen Universums wie Jonas. Und zeitgleich ist am rechten Bildrand ein roter LKW zu erkennen. Weiterhin sehen wir dort eine Werbewand, auf der mit Neu Dentomed Zahnreinigungsprodukte angepriesen werden, die im Plot ja eine gehörige Rolle spielen werden. Mich hat das Coverdesign so ein wenig an selige PlayStation 1 Grafikzeiten erinnert. Und diejenigen unter euch, die jetzt zu der Zeit schon gespielt haben, werden auch gleich verstehen, hier mit einem Blick, was ich eigentlich meine. Und Thorsten hält hier ganz professionell das Cover auch in die Kamera. Wir nennen das gerne Bonus für die Videonauten unter euch. Ja, wer die CD in Händen hält, so wie ich gerade, der findet darin auch eine Einlage, auf der ein paar weitere Informationen zum letzten Detektiv und zu diesem Fall
zu finden sind. So etwa ein Zitat von Michael Koser aus dem Jahr 2006. Als ich Testmarkt schrieb, war das Jahr 2009 ein gutes Vierteljahrhundert entfernt. Weit weg. Science Fiction ist immer auch ein Stück Prophetie. Prophezeiungen haben es in sich, dass sie selten eintreffen. Die Vereinigten Staaten von Europa gibt es noch nicht. Aber es gibt den Euro. Immerhin. Und natürlich haben wir auch einen wunderbaren Auszug aus der Rezension der Süddeutschen Zeitung für euch parat. Es heißt dort: Hörbar sind Anleihen an die einsamen Wölfe der Privatdetektivliteratur namens Marlowe oder Spade. Hörbar ist aber auch das Vergnügen an purem Nonsens, hier transportiert von Jonas Assistent Sam, einem Sprachcomputer mit defektem Programm. Ja, und hier sollten wir noch kurz auf eine Problematik eingehen, die uns beim Besprechen dieser Serie leider immer wieder begegnen wird. Und zwar, wie komme ich daran? Es sind unglücklicherweise nur 4 Folgen von Jonas im Hörverlag erschienen. Und nicht jede oder jeder hat ein eigenes Kassettenarchiv. Kurz gesagt, außer den ersten 4 Folgen ist man leider auf Umwege angewiesen. Immer wieder stellen Leute Jonas-Episoden auf großen Videoseiten ein. Da findet ihr also dann alles einigermaßen einfach. Aber auch da gibt's nicht alles und manches verschwindet auch wieder. Also wenn es euch genauso schmerzt wie uns, dann wendet euch doch gerne an den Hörverlag oder an den Bayerischen Rundfunk oder, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, an beide. Vielleicht ist da ja noch was zu machen. Wir können ja schließlich nicht die einzigen Detektivfans sein. Also Follower-Power ist hier gefragt. Ja? Macht eure Stimme mal hörbar. Es wäre auf jeden Fall schön, wenn sich Jonas bald zu Kosas anderer großen Serie, Professor van Dusen, Die Denkmaschine, gesellte und überall zu streamen wäre. Bevor wir tiefer in die Handlung und die Themen einsteigen, sollten wir uns kurz mit den 3 wichtigsten Sprechern vertraut machen. Also da ist zum einen natürlich der Detektiv Jonas selbst, gesprochen von Bodo Primus. Wer ihn nicht kennt, der studierte Schauspiel und ist seit 1962 bereits fest im Rundfunkgeschäft tätig. Sam, der Supercomputer, wird zu diesem Zeitpunkt von Joachim Wichmann gesprochen. Bereits ein verstorbener Schauspieler, war auch als Sprecher und Autor tätig. Und wir schauen noch mal kurz auf Judith Delgado. Dahinter verbirgt sich mit einer wunderschönen Stimme Karin Anselm, eine deutsche Film- und Theaterschauspielerin. Ja, und wir haben auch auf in dieser CD-Einlage noch mal eine Auflistung der Rollen für die, die es weiter interessiert. Auf eine der Rollen gehen wir später noch ein, das ist vielleicht ein kleiner Spoiler hier. Aber auf jeden Fall, ich würde sagen, hochkarätig besetzt. Das ist eben der BR, der da produziert hat und nicht irgendwer. Stimmt. Bevor wir nun wirklich ganz, ganz, ganz genau in diese Folge einsteigen, der Begriff Testmarkt, was ist damit eigentlich genau gemeint? Ich glaube, viele von euch haben da eine Vorstellung, aber lassen wir mal die Wissenschaft sprechen sozusagen. Und ich zitiere aus Jörn Rehorn Markttests Neuwied 1977. Den Verlag habe ich jetzt leider nicht zur Hand, aber jeder kann das ja in der Suchmaschine der Wahl eingeben. Also, was ist ein Testmarkt? Ein Testmarkt ist eine Form der experimentellen Marktforschung in einer fortgeschrittenen Phase des Produktentwicklungsprozesses, bei der das entwickelte Produkt und die mit ihm verbundenen Marktaktivitäten bzw. Variationen hiervon in begrenztem Umfang und in einem abgegrenzten Gebiet getestet werden. Der Testmarkt dient der experimentellen Vorprüfung eines absatzpolitischen Instruments oder einer Kombination absatzpolitischer Instrumente in einem lokal oder regional begrenzten Teilmarkt. Dieser Teilmarkt muss dabei so ausgewählt werden, dass er einen möglichst charakteristischen Ausschnitt des Gesamtmarktes darstellt.
Meist wird von der allgemeinen Markteinführung eines neuen Produkts auf solch einem Testmarkt ein Markttest durchgeführt. Getestet wird dabei, wie das Produkt beim Konsumenten ankommt. Und wenn man diese Definition so ein bisschen oder diese Hinführung so im Kopf hat, dann macht es eigentlich fast noch mehr Spaß, das so abzugleichen mit den Geschehnissen, die uns hier eben in diesem vielleicht sehr fiktionalen, vielleicht aber auch nicht so fiktionalen Stoff entgegengeschleudert werden von Michael Koser. Ja, und nach dieser äußerst akademischen Einführung nun zur Folge an sich. Sie beginnt in Jonas Büro und zugegen sind Jonas, unser letzter Detektiv, sein Supercomputer Sam und die schon erwähnte Judith Delgado. Stimmt, wir erleben hier also die Einführung eigentlich der wichtigsten Figuren in dieser ersten Szene. Wir erfahren auch einiges Interessantes über die Welt, in der das spielt, zum Beispiel die sogenannte Wohnflächenzuteilung. Und die ist so wichtig. Verschiedene Berufsgruppen werden nach ihrem vermeintlich gesellschaftlichen Nutzen eingeteilt und entsprechend Wohnraum bekommt man auch zugeteilt. Das bedeutet, dass es unmittelbar mit der Charaktereigenschaft auch irgendwie zu tun hat. Leute, die eine kleine Wohnung haben, die können ja in eine Leistungsgesellschaft dann nicht so viel Power bringen. Das ist schon mal ganz klar. So ein Signifier für Macht, ja, und gesellschaftlichen Einfluss irgendwie auch. Wir erfahren auch, dass es die sogenannten heutigen freien Berufe, also irgendwie auch Kunst an sich, das ist alles verstaatlicht worden. Es gibt eigentlich freie Berufe gar nicht mehr. Und was wir auch erfahren, das hatten wir vorher schon kurz angedeutet, in dieser Welt, in der wir uns hier bewegen, ist der Selbstmord ein wirklich alltägliches Phänomen. Die Figuren sprechen bereits jetzt darüber, als ob das etwas ist, was einen eben jeden Tag begleitet und gar nicht mehr überraschen würde. Leute bereiten ihrem Leben dauernd ein Ende in dieser Welt. Ja, daran sieht man dann auch, wie dystopisch das Ganze gerahmt ist. Also dieses Europa, in dem Jonas lebt, in dem alle Leute ihre Volksrente bekommen, aber entweder verstaatlicht sind oder aus dem Raster fallen, so wie Jonas selbst, da ist es durchaus an der Tagesordnung. Und das wird in Kauf genommen. Ich denke, das ist das, was mich so ein bisschen mehr verstört bei jedem neuen Zuhören, wie selbstverständlich das in Kauf genommen wird, auch von allen Autoritäten. Dystopie, Realismus, mal schauen. Entscheiden Sie. Ja. Ja, was haben wir noch? Wir haben zu Jonas Begleiter Sam haben wir auch was Interessantes noch zu verkünden. Zu verkünden, ja. Und zwar, wenn ihr euch dieses Hörspiel ja durchhört, Jonas bezieht sich auf quasi die Herkunft, auf die Hersteller und die Versuchsreihe seines leicht quirligen, verrückten Supercomputers Sam. Und er sagt dazu, darf ich vorstellen, McCoy Incorporated, Typreihe Doktor, Versuchsmodell Chrysostomus, Baujahr 2005. Ich nenne ihn kurz Sam. Da steckt einiges drin. Und zwar fangen wir einfach an mit Chrysostomus. Das klingt auf jeden Fall so, als könnte es ein Computermodell sein. Es ist aber auch ein sehr realer Kirchenvater, ganz weit in der Vergangenheit sind wir jetzt, dessen Name man mit Goldmund übersetzen kann. Und ich denke, Goldmund und Sammy, das passt schon mal gut zusammen. Ja, aber dann ist da noch eine andere Referenz, die eigentlich sich einem aufdrängt, Rudi, ne? Das stimmt. Wir haben zum Beispiel, wir haben hier den Namen McCoy, die Bezeichnung McCoy Inc., die Firma, Inc., das Unternehmen, baut einen Computer, der sarkastische Bemerkungen macht mit der Typreihe Doktor. Gut, also es ist der Enterprise-Doktor, der hier seinen Ausdruck findet. Der auch gern Whisky trinkt. Sehr gern Whisky trinkt, denke ich. Oder eher saurianischen Brandy. Das ist natürlich so eine Frage. Romulanisches Ale. Man weiß es jetzt nicht so ganz genau. Gut, also wir haben Sammy, der sehr viel redet. Wir haben Sammy, der so ein bisschen
gestänkert, könnte man auch sagen, und haben das alles schon in dieser ersten Szene abgehandelt, in der auch sehr atmosphärisch unsere Welt eingeführt wird, in einem Voice-Over mit leicht sphärischen Klängen, die es untermalen von Jonas. Also wir sind sowohl sehr, sehr klar verortet in einer Science-Fiction-Welt, als auch in eben so einer hard-boiled Raymond Chandler-artigen Realität. Also man kann sich auch wirklich sofort vorstellen, wie Jonas an seinem Schreibtisch sitzt, die Füße, also die Beine auf seinem Schreibtisch hat und im Gegenlicht, im Schatten kommt dann diese Figur, die weibliche Figur durch das Milchglas irgendwie so gewandelt und betritt das kleine Detektivbüro, so wie wir es praktisch 100.000 Mal gesehen und auch 120.000 Mal karikiert schon gesehen haben, betritt sie das Büro des Detektivs. Dass diese Bilder in wenigen Sekunden sind die sofort da. Das macht Kosa sehr geschickt und wird auch wunderbar umgesetzt. Ja. Mhm. Und auch mit dieser Einführung von Judith jetzt erstmal eigentlich als so eine klassische Femme Fatale, was ja nicht wirklich ihre Rolle ist in diesem Hörspiel, wo er sagt, sie sehe aus wie eine Kirschblüte in einer alten Bierflasche. Also eigentlich wunderbar, zum einen diese Chandleresken Tropen aufgenommen, auf der anderen Seite aber auch ziemlich auf den Arm genommen, weil das ist jetzt nicht das Romantischste, was einem einfallen würde. Ja, je nach Gusto, aber prinzipiell Mehrheitsmeinung wahrscheinlich nicht, nein. Machen wir mal einen Sprung, einen kleinen zur Szene 2. Jetzt geht im Grunde Jonas, wie wir schon angedeutet haben, entschließt sich also, nachdem Judith Delgado so ein bisschen angedeutet hat, zu dem Zeitpunkt war mir nicht ganz klar, macht sie das aus strategischer Sicht, bedient sie praktisch ihr Bild als Traumfrau, weil sie zitiert plötzlich all die Sachen, die Jonas auch großartig findet, nämlich die alten Detektivklassiker. Und da macht es bei Jonas sofort Klick und er denkt sich, also das ist so eine Trauer, die Frau, an der muss ich irgendwie festhalten. Und er sagt, okay, dann übernehmen wir diesen Fall. Ja. Und da wusste ich zu dem Zeitpunkt ja nicht, okay, hat die vielleicht so eine Vorahnung, weiß die, wie er tickt und nutzt es für ihre, steht die vielleicht gar nicht auf dieses ganze Detektiv-Thema. Also war mir nicht ganz klar. Aber wie dem auch sei, wir nehmen es mal hin. Jonas nimmt die Fährte auf und in der zweiten Szene führt ihn das in den Hausflur vor der Wohnung des zu Tode gestürzten Adrian Delgado. Und anwesend sind in dieser Szene Jonas und Sam 2. Warum sage ich hier 2? Weil es ist praktisch die portable Version von Sam. Völlig undenkbar, dass man dieses absurde Gerät hier irgendwie mitnehmen könnte für irgendwelche Ausflüge. Auf jeden Fall, Sam ist auch dabei in einem kleinen portablen Kästchen, sehr, sehr praktisch. Und als sozusagen dritte Person, dritte Figur erleben wir noch Adrian Delgados Nachbarin, die dann auf den Flur tritt, als sie merkt, dass Jonas da irgendwie klingelt und nicht weiterkommt, weil die Tür ist ja nicht offen. Und naja, so ist das Setup dieser Szene. Ja, da wird dann auch eben nochmal Bezug genommen auf die Lebenssituation in Babylon. Denn Jonas sagt, ja, also die Südstadt, das ist kein Slum. Das sagt die Bürgermeisterin in ihrem wöchentlichen Fernsehprogramm immer. Also in diesem kurzen Satz zum einen die Problematik der Wohnraumknappheit und der Lebensumstände sehr gut auf den Punkt gebracht. Und dann auch die Welt, in der die Bürgermeisterin dieser großen Riesenstadt Babylon eine prominente Person ist, die eine Fernsehsendung hat. Also auch die Mediensphäre quasi dieser Welt sehr schön beleuchtet. Und die Nachbarin ist, wie Jonas das formuliert, eine Kipperin, also eine Alkoholikerin eigentlich. Und damit nicht selten in dieser Südstadt, die man Slum nicht nennen darf, die aber, so wie Jonas das beschreibt, eigentlich nicht viel drüber steht. Ja, und bereits zu diesem Zeitpunkt, also wer es da noch nicht begriffen hat, in diesen wenigen Zeilen, als Jonas sie beschreibt in ihrem sozusagen Trinkgebaren,
manche würden sagen, das ist sehr, also es ist schon schneidend. Aber er hat ein paar Worte, ein paar Beschreibungen, die machen das wirklich. Zum Beispiel sagt er ganz ironisch, oder also eigentlich muss man schon sagen sarkastisch, sie steht auf Hygiene, das heißt, sie trinkt direkt aus der Flasche, gar kein Glas wird angerührt. Wie praktisch ist denn das, wenn man gleich aus der Flasche trinkt und nicht den Umweg übers Glas nimmt? Da muss ich natürlich herzhaft nicht nur schmunzeln, sondern wirklich lachen. Aber es ist natürlich, ja, es ist natürlich schneidend, kann man schon so sagen. Es ist schneidend, und, ja. Sie ist eine reinliche Person, wie er sagt, ja. Ja, was auch rauskommt, ist so ein typisches Eskapismus-Moment, weil die Nachbarin erklärt ihm, dass sie einen Suizid eigentlich für ausgeschlossen hält. Sie hat erstens den Onkel auch, beschreibt sie zumindest als jemand, von dem sie es nicht erwartet hätte. Gut, das ist eigentlich, wie wir leider aus tragischer Erfahrung wissen heute, das muss nicht so sein. Das kann man nie, man schaut nicht in die Person hinein. Aber sie spricht noch über diese sogenannten Vergnügungssatelliten, die es wohl gibt. Und dass der Onkel ja stand kurz vor der Lebensversicherung da. Oder worum ging es da nochmal? Er kam zu Geld oder sollte zu Geld kommen und wollte damit auch diesen Ausflug machen zu diesem Vergnügungssatelliten. Irgendwie ja, war das also das so. Geld, die Lebensversicherung davor. Ist ja, die Lebensversicherung war ja auf Judith abgeschlossen, weswegen sie gleich so ein bisschen suspekt ist, ne? Also wenn der Onkel umkommt, weswegen wir da jetzt erstmal nicht so ganz sicher sind, wie sehr wir Judith vertrauen können, so als Rolle. Ja, also kurzum, die Nachbarin legt ziemlich nahe und damit uns auch als ZuhörerInnen, dass ein Selbstmord eigentlich wenig wahrscheinlich. Sie beschreibt auch die Fenster ganz gut. Die Fenster, also man kann eigentlich nicht, man muss sich schon sehr bemühen, um aus dem Fenster so ganz zufällig, also weil Jonas bringt auch einen Unfall einen möglichen ins Spiel, sagt nein, also da müssen sie sich schon durch dieses kleine Kästchen von Fenster ordentlich zufällig zwängen, also das eigentlich ist es ausgeschlossen. Ja, damit auch wieder sehr schön zum einen die Tristesse dieser Südstadt beschrieben, ne? Ganz kleine Fenster, man muss sich wirklich durchzwängen. Und zum anderen als Plotpoint wunderbar genutzt, dass es eigentlich sehr unwahrscheinlich ist, dass dieser Onkel Adrian sich versehentlich aus dem Fenster hat stürzen können. Das denke ich, ja. Wir kommen zur dritten Szene. Es geht jetzt weiter. Jonas ist jetzt bei einem Bestattungsunternehmen oder Unternehmer. Und erst, weil er direkt im Anschluss daran dort unterwegs ist, hat er immer noch, geht es um ihn selbst, nach wie vor um Sam 2 und den Bestatter selbst. Und hier finden wirklich so lustige Unterhaltungen statt. Also ich habe wirklich laut gelacht. Ich hatte wirklich Riesenspaß in dieser Szene, als Jonas als halb trauernder, halb es nicht ernst nehmen wollen könnender auf den Bestatter trifft. Ja, ein kurzer Auszug. Magst du kurz den Jonas spielen? Dann spiele ich den Bestattungsunternehmer. Ich gebe den Jonas. Bestattungsunternehmer. Sie haben einen schmerzlichen Verlust erlitten, mein Herr. Eine Tante. Oh, mein tief empfundenes Beileid. Mitten im Leben. Heute rot, morgen tot. Also, da lachten wir herzlich. Das finde ich auch wunderbar. Immer, warum eigentlich rot, morgen tot? Ja, genau. Warum? Warum ist das rot, witzig? Rot, tot. Naja, also die ursprüngliche Formulierung von wegen, ne, dass das rote Bäckchen, das bedeutet, dass man noch am Leben ist und voll im Leben steht und am Morgen dann tot und man weiß nie, wie es kommt. Aber auch interessant, im Kontext eben von dieser kalten Kriegswelt, in der Kosa auch lebt. Kosa, der in Berlin gelebt hat und dann aus Berlin aus Ost-Berlin in den Westen geflüchtet ist oder gereist ist, je nachdem, wie man es zu dem Zeitpunkt noch nennen konnte. Als die Mauer gebaut wurde in Berlin, war das quasi ein Slogan gegen den Mauerbau. Da wurde dieses Bonmot nochmal verwendet, also heute rot, morgen tot, im Sinne von erst kommt der Kommunismus und dann bringt er uns alle um und der Mauerbau verheißt das schon. Ich bin mir relativ sicher, dass Kosa diese Doppelbedeutung
Ich bin mir relativ sicher, dass Kurse diese Doppelbedeutung damit eingebaut hat, als zumindest ehemaliger Berliner und als jemand, der ja in der ehemaligen DDR gelebt hat. Ja, und dass er mit Sprache gerne spielt, erleben wir dann auch schon kurze Zeit später oder eine Szene eigentlich später, weil Jonas findet beim Bestatter nämlich eine weitere Chose heraus, und zwar, dass dieser Selbstmord der Tante oder der vermeintlichen Tante, ja, oder der Tod der Tante, sagt der Bestatter, oh, da ist sie gar nicht die Einzige, oder wir haben halt hier, ich glaube, 13 weitere Suizide, alle schon bereit, im Grunde entweder verbrannt zu werden oder unter die Erde zu kommen. Und das ist natürlich eine, ich sag mal, statistische Häufung, die Jonas aufhorchen lässt. Und eine weitere, um das noch weiter zu prüfen, beschließt er, die Polizei anzurufen. Und dort wird er, obwohl er die normale Polizei angerufen hat, wird er weitergeleitet als irgendwie er bestimmte Schlüsselworte, wird er dann sozusagen gleich zu den Kollegen einer Spezialabteilung der Polizei weitergeleitet und durchgestellt. Was hat's damit auf sich, Thorsten? Ja, diese Spezialabteilung der Polizei und diese verschiedenen Spezialabteilungen der Polizei, das haben wir ja schon in unserem Piloten ein bisschen angesprochen, das kommt immer wieder durch in der Serie, die haben relativ große Macht, die sind sich auch nicht immer ganz grün. Die Spezialabteilung der Polizei, die hier jetzt zuständig ist, ist die Populationspolizei, kurz abgekürzt POPO. Also da auch dafür ist sich Koser nicht zu schade, ne? Also die Überwachungsstaat-Dystopie und dann so ein bisschen zumindest mal milder Fäkalhumor, der da irgendwie reinkommt. Also das ist so das Gefälle, das man immer mitmacht bei Jonas. Die Hälfte der Referenzen versteht man erstmal nicht, weil die zu hochgeistig sind. Und die anderen will man fast nicht wahrhaben, weil man nicht glaubt, dass jemand der so hochgeistige Referenzen eben gerade gemacht hat, sich auch auf sowas einlässt. Aber genau das macht Koser. Also der macht alles durch die Bank. Ja, apropos, du hast auch noch erwähnt, oder eine interessante Beobachtung von dir war auch, dass das Telefonieren an sich ist ja auch ein Spezialfall, wenn man so möchte. Warum genau? Also was ist da deine Beobachtung? Naja, also wir haben ja diese Szene, da wird ganz klar gesagt, er geht in eine Telefonzelle und das hat mich dann auch so wieder ein bisschen an Blade Runner erinnert, dass er auch in so einer Zukunft spielt, in einer ähnlichen Zukunft, dystopischen Zukunft, wo alle möglichen elektronischen Geräte zur Verfügung stehen, aber man geht dann zum Telefonieren an quasi das Gerät, das an der Wand hängt. Und wunderbar in Verbindung mit Sam 2, also dem kleinen Kasten, du hast das ja eben gezeigt, ne? Das Smartphone eigentlich, das sich in alle Datennetze einloggen kann, das mit der Stimme mit Jonas reden kann, das ihm helfen kann, das alles Mögliche kann und das mit ihm sprechen kann. Also Sam 1 steht ja bei Jonas im Büroapartment und ist nicht dabei. Das heißt, es gibt eine Funkverbindung, über die diese Sprache übermittelt wird. Aber nein, telefonieren kann man weiterhin nur in der Telefonzelle. Also da hat jemand quasi 90% vom Smartphone erfunden und ist dann den letzten Schritt nicht weitergegangen. Ja, das stimmt. Kurios, ich hatte das gar nicht richtig. Ich hatte das gar nicht so hinterfragt, aber eine sehr gute Beobachtung. Und interessanterweise an dieser Stelle hast du, als ob es nicht hier schon genug wäre, eine zweite famose Beobachtung gemacht, und die betrifft ein Fortbewegungsmittel, das da so ganz selbstverständlich gerufen wird von Jonas, um in sein Büro zu kommen, nämlich die Rikscha. Ja, das ist eigentlich zum einen sehr spannend, weil man das jetzt erstmal nicht erwarten würde. Taxis wird es wohl auch geben. Die haben da zwar keine Benzinautos mehr in der Welt, zumindest nicht im großen Umfang, aber Elektroautos gibt's. Also Taxi wäre jetzt nicht absurd zu vermuten, aber nein, es wird die Rikscha gerufen. Und das erinnert natürlich dann auch wieder an Blade Runner, und es erinnert auch an viele andere Cyberpunk Franchises, könnte man sagen, und Romane, also an den Cyberpunk
als Genre, in dem immer quasi das, und da sind wir eben in den frühen 80er Jahren, das Asiatische mit Zukunft gleichgesetzt wird und da eine Art ja Cyberpunk-Techno-Orientalismus in die Geschichte Einfluss findet. Das ist bei Jonas nicht so deutlich, wie es bei vielen anderen von diesen Medien der Fall ist. Und eben bei Blade Runner, da muss man sich das nochmal anschauen. Da gibt es die asiatischen Zeichen, da gibt es die asiatischen Figuren, die quasi in Werbevideos an die Hochhäuser projiziert werden. Das steckt da mit drin. Und das ist auch durchaus nicht ganz unproblematisch, wie das hier benutzt wird, wenn, wie auch eben schon erwähnt, bei Jonas weniger als in anderen Formaten. Dazu haben wir auch ein paar Links dann, die wir euch in die Shownotes reintun können. Wer da ein bisschen weiter forschen will über den Zusammenhang zwischen 80er Jahre, Zukunft und Asien. Ja, ja, wirklich ein sehr spannendes Thema. Irgendwie gefühlt einen Schritt entfernt von Sony, Toshiba, Ghost in the Shell und Akira und schon schließt sich nicht nur der Beleuchtungskreis in meinem Gesicht. Kommen wir zur vierten Szene. Wir sind jetzt wieder in Jonas Büro, also er hat es geschafft. Er sagt, er hat sich zwar die Rikscha geholt, aber er musste doch ein ganzes Stück zu Fuß gehen. Ja, warum musste er das? Weil er auf Absperrungen traf. Und das hat damit zu tun, dass die Antiterrorpolizei hat da großräumig abgesperrt. Es gab einen Sprengstoffanschlag. Und das wiederum gleich das nächste Topic, das hier sozusagen nonchalant in wenigen Sätzen einfach so untergeschoben wird von Kosa, diesem geschickten Erzählfuchs. Thorsten, bitte. Rudi, danke. Ja, der Antiterrorismuskampf als quasi Ziel des Staates, des großen Staates, so wie man ihn eigentlich vielleicht noch aus eigener Erfahrung, je nachdem, welcher Jahrgang man so ist, aus den frühen 2000er Jahren hauptsächlich kennt, der aber, wenn man eben zurückschaut in die Zeitgeschichte der 1970er, 1980er Jahre, in denen die RAF aktiv ist, wo es Anschläge gibt auf Flugzeuge und wo es Flugzeugentführungen gibt, wo das an der Tagesordnung steht, sowohl einfach nur um Profit zu machen, als auch und vor allem aus politischen Gründen. Da ist die Zeitgeschichte der 70er, 80er Jahre drin und in Deutschland natürlich mit dem deutschen Herbst, das kann man auch mal sich ergoogeln, und der Rasterfahndung, die da zum ersten Mal so eine Angst vor der Datenkrake Staat in das Feld führt. Ja. Ja, das ist für jüngere Semester schwierig vorstellbar, dass dieses Stadtbild damals geprägt war auch von Polizei mit Maschinenpistolen, von viel Straßensperren, Straßenkontrollen an vielen Ecken. Das ist jetzt natürlich ein ganz anderes Bild mittlerweile, aber das ist ja alles nachzulesen. Es ist ein sehr spannender, der heiße Herbst, genau, der deutsche Herbst, der heiße Herbst. Was wir in dieser Szene hier auch erleben, ist, hier konzentriert sich Kosa ein bisschen mehr, nachdem jetzt eben Jonas wieder in seinem Büro ist, konzentriert sich hier Kosa ein bisschen auf das Verhältnis von Jonas und Sam. Das ist eigentlich so ein bisschen wie ein Ehepaar, das bereits 60 Jahre verheiratet ist. Ja. Es ist gleichzeitig eng, man ist vertraut, man kennt seine Stärken und Schwächen so ein bisschen, aber es ist auch unheimlich nervend, vermutlich auch dadurch bedingt natürlich, klar, die sind Tag und Nacht hängen die aufeinander und sind auf verschiedene Art und Weise aufeinander angewiesen. Klar, es ist irgendwie ein bisschen asymmetrisch, also man könnte von Interdependenz sprechen im besten Fall. Es ist auf jeden Fall sehr vertraut, sehr eng, aber man merkt schon, spätestens da merkt man, der treibt es aber auch auf die Spitze, Sam. Der kann so richtig Nerven pieksen, der kann die Klappe nicht halten. Ja. Aber was er dann sagt,
sechs von zehn sozusagen, sind dann doch oftmals so Hinweise, die dazu führen, dass der Fall auch weitergeht. Ja, wenn er gar nichts mehr sagen würde, hätte Jonas bestimmt Schwierigkeiten, die Fälle zu lösen. Aber davon muss er auch eben akzeptieren, dass da eben viel, sagen wir mal, Randomware so nebenbei noch passiert. Ja. Ja, Sammy als treibende Kraft, als wichtiger Partner im Detektieren. Das ist natürlich auf der einen Seite eine wunderbare Art, um zu externalisieren im Hörspiel, was vorgeht in den Gedanken von Jonas, also wie er zu bestimmten Dingen kommt, ohne dass man konstant auf dieses Voice-Over, das, wenn es überbenutzt wird, ja auch ziemlich tröge werden kann, zurückgreifen muss und eben diese Dinge als Konversation framen kann. Und das hat Koser de facto ja eigentlich in ähnlicher Ausführung, wenn wir es mal so sehen wollen, in seiner Dynamik zwischen Professor Van Dusen und seinem Reporterfreund Hutchinson Hatch auch schon gemacht. Also nur, dass es eigentlich da in ausschließlich Van Dusen ist, der nervig ist und der arme Hatch immer alles machen muss und ihm treu folgt. Sammy ist ein würde ich sagen, viel, viel stärkerer Charakter, also eine Figur, die, obwohl sie kein Mensch ist, für sich einstehen kann und durchaus den Jonas, wie du gesagt hast, ja mit teilweise doch durchaus beißenden Kommentaren belegt. Ja. An dieser Stelle, bevor wir eine Szene weiter schon gehen, vielleicht noch das nochmal, um es aufzugreifen. Bereits in der allerersten Szene, als Judith Delgado im Büro ist, zeigt schon Sam sein sehr selbstbewusstes, aber auch gleichzeitig sein loyales Verhalten Jonas gegenüber, indem er auch unterstreicht, dass sie, also Judith, ihm gar nichts zu sagen habe. Ja? Mhm. Also dass alle Befehle, in Anführungszeichen, alle Anregungen zur Arbeit sozusagen, die müssen schon vom Herrn und Meister, wie ihn Sam ironischerweise auch nennt, aber auch liebevoll nennt, erteilt werden. Und Judith, nur weil die jetzt sozusagen sich in diese Ehe sozusagen fast schon reindrückt, ja, die ist ja auch so fast schon eine Gefahr für Sam, was eine neue Figur, auf die sich der Herr und Meister kaprizieren könnte. Also nicht ungefährlich für Sam, eine echte biologische Frau, wenn man so möchte. Also ganz schwierig, diese Trias, aufgeladen erotische Trias zwischen Garten und Eros. Gut, bevor es zu erotisch wird, kommen wir zu einer ganz, diffizilen und herausfordernden Szene für uns als Zuhörer auch. Ja, und zwar sind wir jetzt im Hausflur vor der Wohnung und Jonas befragt einen Zeugen. Und Rudi, was du sagen wolltest. Also dieser Zeuge, der hier befragt wird, der ist offensichtlich homosexuell und er findet von Anfang an Gefallen an Jonas und möchte ihn auch so ein bisschen verführen, während Jonas ihn einfach nur befragen möchte, um weiterzukommen in dem Fall. Und es ist einfach eine derart schablonenhafte Darstellung von Homosexualität, wenn man so möchte. Das ist heute wirklich ganz schwer, ohne Nägelrollen irgendwie anzuhören. Ja, ja, also das war bei jedem Wiederhören schwieriger anzuhören. Ja. Jetzt natürlich die Frage in der Erzählung, also warum taucht Jonas überhaupt gerade bei diesem Zeugen auf? Das wird so erklärt mit einem kleinen Hinweis von Sam im Büro schon. Die machen jetzt so eine Art von, jetzt bringen wir die Linien mehr oder minder zusammen. Ja, wir ahnen jetzt schon, hier ist nämlich nicht nur ein Zeuge plötzlich im Gespräch, sondern auch dieser Zeuge oder dieser Mann hat bereits eine Zahnpastatube als Produktprobe erhalten. Und mit dieser Produktprobe, da scheint irgendwas nicht zu stimmen, wie wir später auch natürlich dann gleich bestätigt bekommen werden. Auf jeden Fall gelingt es Jonas, diese Produktprobe, die da verteilt wurde,
diesem Zeugen zu entwenden, mit einem ganz forschen Auftreten und möchte dann natürlich wissen, was es mit dieser Tube auf sich hat. Also irgendwas stimmt mit der auf jeden Fall nicht. Das wissen wir als Zuhörer zu dem Zeitpunkt dann auch. Und dann dreht er sich um und verlässt sozusagen die Szene, während der Zeuge eben nur noch etwas betrübt darüber, dass er ihn nicht verführen konnte, zurückbleibt. Ja, man muss dazu auch sagen, also die Begründung, warum er eben diesen Zeugen aufsucht, liefert ihm Sammy, weil die Sache, die ganzen Selbstmorde nämlich gemeinsam hatten, also die bei allen von diesen Leuten, die Selbstmord begangen hatten, hervorstechend war, dass sie sehr auf Hygiene geachtet haben, also Onkel Adrian und alle anderen auch, und deswegen bedacht wurden in diesem Testmarkt, darum geht es ja letztlich, mit einer Probe Zahnpasta, die anscheinend noch reinlicher und noch weißer putzen sollte. Und man dann angenommen hat, dass die auch benutzen werden. Und unser Zeuge, den Jonas da jetzt eben verlässt, der hat diese Zahnpastatube nicht geöffnet aus dem einfachen Grund, weil er, wie vielleicht auch einige Hollywood-Stars Leute mit viel Geld, eine Standardmarke Zahnpasta hat und vor die kommt ihm gar nichts. Also ist durch seine Präferenz für diese eine Zahnpasta-Marke quasi dem sicheren Tod entronnen. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage für unseren Lieblingsermittler, also wie können wir denn analysieren lassen, was es mit dieser Zahnpasta auf sich hat? Selber haben wir nicht die nötige Kompetenz dazu, aber Jonas, ein erfahrener Ermittler in dieser Großstadt Babylon, weiß um einen, der es machen kann, einen Wissenschaftler, einen geschassten Wissenschaftler namens Dr. Prosper. Natürlich ein hervorragender Name. Er strahlt Prosperität mit jeder Pore aus, vielleicht früher einmal. Jonas beschreibt ihn auch als ehemalig erfolgreichen Wissenschaftler, der aber jetzt dazu gezwungen ist. Er ist sozusagen ein gefallener Engel der Wissenschaft, wenn man so möchte. Und jetzt ist er dazu gezwungen, das Einzige, was er kann, nämlich sein naturwissenschaftliches Handwerk an den Meistbietenden zu verkaufen. Er wohnt auch nicht mehr in einer schönen Gegend. Er wohnt in einer Gegend, die Jonas dann tatsächlich ein bisschen spöttisch als echten Slum, im Gegensatz zu dem vorher beschriebenen, eher, nennen wir sie mal, sozial herausfordernden Eck Babylons wohnt. Ja, wissenschaftliche Dienstleistungen an Meistbietende ist da quasi unser Talking Point. Also das ist ein Mensch, der gefallen ist und der jetzt das, was er eben kann, versucht zu verkaufen und eben auch an Jonas verkauft. Und Jonas will eben wissen, was geht mit dieser Zahnpastatube, was ist da drin, wieso ist das problematisch, und will prüfen lassen, ob da irgendwelche Gifte oder irgendwelche Psychopharmaka oder irgendwas drin ist, und gibt das dann gegen 100 Euro, 50 jetzt, 50 nach Ende der Analyse, diesem Dr. Prosper. Und Prosper scheint auch jemand zu sein, der wirklich nicht viel in der Hand hat, um zu verhandeln, weil seine erste Forderung wird ja von Jonas erstmal radikal zusammengestrichen und dann gibt es auch keine Widerrede mehr. Also der scheint wirklich darauf angewiesen zu sein, auf jeden dieser sogenannten Euros mit S bitte. Euros bitte immer nur mit S. Das wird sich durchsetzen, bin ich mir ganz sicher. Richtig. Und man trennt sich dann so, dass man sagt, wir sehen uns dann gefühlt morgen früh, sehen wir uns wieder. Ich muss es dringend wissen, setz dich ran, leg los. Das heißt, in der nächsten Szene, in Szene Nummer 7, kehren wir eigentlich sofort wieder in dieses kleine eingerichtete Heimlabor wieder zurück. Und da allerdings stellen wir fest, dass, ja, also vielleicht wurde Jonas schon beschattet zu dem Zeitpunkt, vielleicht wurden auch irgendwie, stand der Doktor unter Beobachtung, man weiß es nicht, auf jeden Fall. Als Jonas das Labor betritt wieder, stellen sie fest, er und Sam 2, der Doktor hat das Zeitliche gesegnet und so ganz ist er mit seiner Untersuchung der Substanz auch noch nicht fertig geworden. Und jetzt müssen Freunde des Tierschutzes müssen jetzt stark sein in dieser Szene,
weil Sam und Jonas kommen dann drauf, okay, also wir werden jetzt diese Zahnpasta werden wir jetzt an den Ratten austesten und gucken, wie das wirkt. Und wer sich zum Beispiel noch an, das ist natürlich jetzt in der Zeit ein bisschen vorgegriffen, aber wer sich an den großartigen dritten Indiana Jones Teil erinnert, als Indy sagt, ich hasse Ratten. Jonas, unserem Ermittler, geht's genauso. Auch er sagt das ausdrücklich, ich hasse Ratten. Ich kann sie nicht ausstehen, aber nützt nichts, er muss daran. Gift wird also erfolgreich, oder die Substanz wird erfolgreich der Ratte hier zum Verzehr dargeboten. Und es wundert nicht, die Ratte dreht völlig hohl, möchte aus dem Käfig raus springen oder möchte aus dem Käfig raus. Und dann entgegen jeglicher Selbsterhaltung springt auch die Ratte, nachdem der Käfig aufgemacht wurde von Jonas, ganz schnell. Powergeste, die Hörer hören das nicht. Ich imitiere ein Aufreißen des Käfigs mit den Händen gerade. Springt die Ratte in die Tiefe. Man hört noch ein letztes Quieken. Und es wird klar, wir haben es wirklich mit einer Substanz zu tun, die in den Selbstmord treibt. Mhm. Ratten und dann nehmen wir mal an, auch Menschen. Und das ist nicht das Ende dieser Szene, denn dann kommt, was ich eigentlich fast als die Krönung dieses Hörspiels betrachten möchte, die extrem brillant geschriebene und besetzte Szene, wenn die Populationspolizisten, die werden erstmal so als quasi, ne, dumme quasi starke Männer dargestellt. Da ist nicht viel an der Charakterisierung dran. Das ist ganz schön gemacht, aber da ist nicht viel dran. Und die dann erstmal Jonas sein Geld abnehmen und ihn anfangen zu verprügeln im Namen des Staatsschutzes, wie wir wohl annehmen wollen. Und dabei dann auch eine quasi klassische Trope aus diversen Fernsehsendungen machen sie dann den Fernseher an, damit man das nicht so sehr hört. Und wir hören im Fernsehen dann einen Boxkampf, der ist schön geskriptet und wird vorgetragen von einem echten Sportreporter, nämlich Gerd Rubenbauer, eine Sportreporter-Legende, die man natürlich aus dem Bayerischen Rundfunk kennt, aber wahrscheinlich auch sonst kennen dürfte. Und es ist wirklich wunderbar zusammengeschnitten hier. Die Beschreibung Gerd Rubenbauers über den Boxkampf und im Hintergrund hört man diese Geräusche. Jonas kämpft um sein Leben gefühlt, aber es wird relativ schnell klar, er hat natürlich gegen diese beiden fleischgewordenen Einbauschränke kaum eine Chance und die verprügeln ihn richtig nach Strich und Faden. Die sind nicht nur sehr gewalttätig, sondern das ist auch, die treten schon, als sie das Labor betreten und Jonas schon feststellt, jetzt habe ich wirklich Ärger mir heraufbeschworen. Da werden die auch schon so eingeführt, wie so richtig typisch fiese, man verzeiht mir das Wort, Arschgeigen. Die kennt man vielleicht aus so manchen Filmen, wo Polizisten oder Straßen oder so Verkehrspolizisten, die halten Leute an und sagen dann, Ihr Rücklicht ist ja kaputt, das kostet $50. Und dann sagt man natürlich, das Rücklicht ist doch gar nicht kaputt. Und dann schlägt der Polizist mit dem Schlagstock ein und sagt, doch, sehen Sie, das ist kaputt. Und so beginnen die auch die Unterhaltung mit ihm und sagen, was haben wir denn da? Haben Sie hier eingebrochen? Und hier ist auch noch eine Leiche. Also das macht man doch nicht. Also die wissen, die sind so diese Schulhof-Bullies, gepaart mit einer wirklich extremen Brutalität und einer ganz harten Kraft, die sie auch haben. Und so nehmen sie Jonas in die Zange und schließlich rückbezüglich sozusagen auf diese Sportdoku. In der Sekunde, in der Gerd Rubenbauer, der Sportreporter hier, sagt, oh, das war's, der Kampf ist vorbei, da ist auch dem Zuhörer klar, jetzt liegt Jonas niedergeschlagen am Boden und das war's erstmal für ihn. Ja, und das ist wieder eine von diesen Sachen, die einen verstehen lässt, warum Michael Koser so großartig ist als Schriftsteller für das Ohr. Denn erstmal muss man darauf kommen, diesen Sportreporter sowas kommentieren zu lassen und das dann eben zu benutzen, um aus der Not eine Tugend zu machen. Natürlich kann man einen großen Kampf
zwischen den Giganten nicht zeigen, wenn man nur Audio zur Verfügung hat. Und stattdessen wird dann einfach eine Beschreibung, die nicht de facto derselbe Kampf ist, weil das wäre langweilig, einfach da ein Voice-Over drüber zu legen, sondern eine Hintergrundbeschreibung, die dann dafür einsteht, wo aber jeder merkt, ah, darum geht's eigentlich. Also extrem klug gemacht und auch mit Spaß am Medium. Ich denke, das ist eine Sache, die immer wieder kommt bei Jonas. Es ist eine wunderbare Liebeserklärung auch an das Medium Radio, in dem man Dinge machen kann, die man sonst nirgendwo machen kann. Ja, das ist praktisch das Äquivalent zu Show, Don't Tell, zu dieser alten Filmweisheit, ist das hier par excellence für das Medium Hörspiel praktisch. Ja. Okay, also wir rekapitulieren. Jonas hat herausgefunden, was es mit dieser Tube, was es mit diesen Produktproben auf sich hat, dass sie Suizid evozieren, zumindest beim Tier, also auch wahrscheinlich bei den Menschen. Und dieses Geheimnis hat er aber jetzt immerhin mit einer ganz schön kräftigen Beule und einem ordentlichen Schädeltrauma wahrscheinlich bezahlt. Und er wacht dann auf, und zwar befinden wir uns jetzt in der achten Szene im sogenannten Zentralkrankenhaus, in der geschlossenen Abteilung, wie er erfährt. Und hier wird eine ganz interessante Figur eingeführt. Eine tolle Gegenspielerin mit einem noch tolleren Namen, möchte man ja fast sagen. Ja. Thorsten, was hat es hier mit auf sich oder mit dieser Figur? Ja, wir begegnen der Chefin von ZIP, dem als sehr hypothetisch erst einmal eingeführten Zentralinstitut für Populationsforschung. Die Chefin heißt Professor Dr. Caligari. Natürlich klare Anleihe beim Kabinett des Caligari, dem Film von Rudolf Meinert und Erich Pommert aus den 20er Jahren von 1920, der ja ein absoluter Klassiker ist. Und wieder, ne, die typisch koserischen Anleihen in der Populärkultur und ohne sich irgendwie wirklich Gedanken darum zu machen, ob dieser Name nicht vielleicht von zu vielen Leuten gekannt wird, dass es einen rausnimmt aus dem Hörspiel, als die Leute denken, ach komm, da heißt doch nicht wirklich jetzt Caligari. Nee, das wird einfach gemacht und es passt einfach. Und es passt auch einfach in diese Welt, und das hat Kosa auch bei Van Dusen ja schon öfter gesagt, dass er quasi Comics fürs Ohr machen will. Und da kommt man mit viel mehr Sachen weg, als wenn man ernsthafte Hörspiele betreiben will. Also diese Comics fürs Ohr, das ist, glaube ich, eine ganz gute Metapher. Da ist natürlich einiges wieder dran, auch aus der Comicforschung, wo man hier diese Äußerung problematisieren könnte. Aber als Shorthand ist das, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, die koserschen Hörspiele zu beschreiben. Mhm. Das stimmt. Und hier wird jetzt wirklich auch die Geschichte aufgelöst. Ja, worum ging es die ganze Zeit wirklich? Dr. Caligari erklärt, natürlich vermeintlich hypothetisch, aber es ist tatsächlich ein Versuch, ein großflächiger Versuch, der Bevölkerungsexplosion Herr zu werden, denn sie stellt die These in den Raum: Jonas, Sie wissen noch, wie es läuft. Technik wird immer besser, die Menschen werden immer älter, es gibt immer mehr Menschen, wir stehen vor einem Problem. Wie können wir die Situation Herr werden? Nun, es sind viele Möglichkeiten denkbar. Eine davon ist zum Beispiel eben offenbar, was wäre denn, wenn Leute einfach reihenweise von selbst und freiwillig aus dem Leben scheiden würden, natürlich als Covered Action, als Black Ops einer bevölkerungspolitischen Maßnahme durchgeführt, eben von diesem ZIP. Nicht zu verwechseln mit dem berühmten österreichischen Format ZIP. Zeit im Bild, das ist was anderes. Ja, und das ist nun wirklich so Zeitgeist, ja, diese Bevölkerungsexplosionsthematik, das ist wirklich, das atmet ganz schwer den Zeitgeist. Wir haben in der Pilotfolge, hast du das ja auch schon angedeutet, was für ein Trop hier sozusagen ansteht. Ja, Bevölkerungswachstum, dieser ganze Neomalthusianismus der 1970er Jahre, der sich da in die 80er mit reinschleppt, die ganzen großen Ängste aus die Grenzen des
Wachstums, diesem Report vom Club of Rome, das spielt da alles mit rein. Und die Art, wie man dieser Sache dann Herr wird, also quasi die zynischste Art, diese Problematik, die Kosa in dem Moment als real annimmt und der eine Lösung gegenüberstellt, die eben die zynischste ist, die irgendwann mal von einem dystopischen Überwachungsstaat gegangen werden kann, einfach die Leute loszuwerden, also die Leute dazu zu bringen, freiwillig, ne, in Anführungszeichen, aus dem Leben zu scheiden in der Masse. Frau Dr. Caligari ist zu diesem Zeitpunkt, weiß sie natürlich noch nicht, dass Jonas ein ganz findiger, harter Ermittler ist, der sich noch nicht so einfach ins Boxhorn jagen lässt. Sie unterschätzt ihn im Grunde, denn sie glaubt, dass die Wache das alles im Griff hat. Sie verlässt diese geschlossene Abteilung und ist ziemlich sicher, dass Jonas aus diesem geschlossenen oder aus diesem Zentralkrankenhaus nur noch als Leiche rauskommen wird. Aber Jonas wäre nicht Jonas, wenn er nicht mit der Hilfe von Sam 2 hier einen waghalsigen und geschickten, der ist wirklich albern, aber er macht trotzdem Spaß beim Zuhören, Fluchtplan erfolgreich umsetzen kann. Der ist ein bisschen überkompliziert. Ich musste da oftmals, also ich habe zweimal hinhören müssen, um zu begreifen, was da eigentlich passiert als Plan. Aber ihm gelingt die Flucht. Ja. Also überkomplex. Das ist grenzkomplex sozusagen. Genau, aber die Flucht gelingt. Die Flucht gelingt. Und sie gelingt. Und ich glaube, das ist auch das Schöne, weil ich glaube, Frau Professor Dr. Caligari hat Jonas gar nicht so falsch eingeschätzt. Und Jonas ohne Sam wäre wahrscheinlich ihr auch nicht so einfach entkommen. Es ist letztlich Sam, der diese Idee hat für den Fluchtversuch. Und ich glaube, wir können das ruhig benennen. Also wenn ihr es noch nicht gehört habt, jetzt weghören, um den Spoiler vom Ende nicht mitzukriegen. Aber Jonas klettert quasi aus dem Fenster, weil das ist ja eigentlich das, was sie wollen von ihm, ne? Also dass er aus dem Fenster sich schmeißt und sich dann quasi selbst erledigt. Jonas springt allerdings nicht aus dem Fenster, sondern klettert aus dem Fenster und klammert sich fest, also steht dann auf dem Fenstersims und man kann sich vorstellen, wie er sich dann in irgendwelchen Wasserrohren festklammert, wie das auch in hunderten Filmen schon so gezeigt wurde. Und hofft dann darauf, dass dieser Wärter irgendwann mal auftaucht und schaut, was ist denn da passiert und zu schauen, ist er jetzt aus dem Fenster gesprungen, sind wir ihn jetzt los? Und in dem Moment, wo der Wärter seinen Kopf aus dem Fenster steckt, tritt ihn Jonas nicht ohne viel Werf mit seinen Stahlkappenschuhen und der Wärter fällt wieder rein in den Raum und ist ausgenockt. Und da zeigt sich dann auch so eine Seite von Jonas, die er sehr mit seinen Hardboiled-Kollegen in gemeinsame Gefilde bringt. Das ist jetzt nicht grammatikalisch einwandfrei, aber wir nehmen das mal so auf. Nämlich, dass es ihm, wie er sagt in seinem Voice-Over, irgendwie egal ist, ob dieser Mensch jetzt einfach nur ausgenockt ist oder ob er ihn quasi mit seinem Schuh totgetreten hat, denn er wird nicht schlechter dabei schlafen. Ja, das kann man sich schon vorstellen. Also wenn man das für bare Münze in der Sekunde nimmt, dann ist relativ klar, dass ein sogenannter Soccer-Kick mit einer Stahlkappe zum Schädel natürlich schon eine ziemlich beeindruckende Wirkung haben dürfte, ja. Also um das vielleicht nochmal kurz im Ablauf zu schildern, dieser Fluchtplan. Also man, von Anfang an war dieses Fenster wohl offen gelassen, weil er soll sich ja rausstürzen. Warum sollte er sich rausstürzen? Ja, man gibt ihm ja sozusagen nochmal Essen. Alle Beteiligten wissen vermutlich, dass in diesem Essen auch das Gift oder diese Zahnpasta-Substanz irgendwie drin ist. Aber irgendwas essen muss der Mensch ja auch sozusagen. Die Hoffnung ist natürlich, er isst das und stürzt sich deswegen aus dem Fenster. Warum schaut der Wärter überhaupt raus? Weil Jonas dann eben rausklettert und er hält sich fest und dann imitiert er eben diesen Schrei, als ob er sich aus dem Fenster gestürzt hat. Und darum kommt die Wache dann eben rein, etc. Und so ist dann also die Flucht irgendwann möglich. Er klaut
der niedergetretenen Wache den Ausweis und kommt so angeblich ohne Probleme, obwohl er nicht so aussieht, aber okay, na gut. Also mit diesem Ausweis dann eben aus dem Büro, aus dem Krankenhaus raus. Und wir befinden uns dann in der letzten Szene, in Szene Nummer 9, wieder in Jonas Büro, wo dann alle Fäden des gelösten Falls zusammenlaufen. Die könnte man so zweiteilen. Da ist zunächst mal noch ein Telefonat mit Frau Dr. Caligari, die ihm sozusagen, die erstmal sagt, oh, wir haben sie offensichtlich unterschätzt, aber du hast eigentlich ganz recht, Thorsten, sie haben eben nicht unterschätzt. Wahrscheinlich hat sie ihn schon so clever eingeschätzt, hat vielleicht schon dieses Gefühl entwickelt, hier habe ich es mit einem schwierigen Gegner zu tun und versucht ihn jetzt, also das ist ja das Schmierigste überhaupt, versucht ihn jetzt auch noch auf ihre Seite zu ziehen. Sagt, ein Mann mit ihren Qualitäten, den könnten wir beim ZIP auch sehr gut gebrauchen. Aber Jonas gibt hier erstmal den Rechtschaffenden, sagt nein. Und ich werde diese Chosen werde ich offenlegen. Oder wenn mir was passiert, dann werde ich es alles offenlegen. Und dann lacht sie erst, ha, 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 wir haben doch alles im Griff. Und die Presse, die hören wir auch schmieren. Und die Politiker gehören uns praktisch auch. Und Jonas unterstreicht einen Punkt, sagt, ja, das ist alles möglich. Aber denken Sie dran, der 9 von 10 haben Sie unter Kontrolle. Aber der 10., der wird es dann bringen. Und der Skandal ist perfekt. Also lassen Sie es lieber nicht drauf ankommen. Und man einigt sich dazu sagen, man einigt sich auf den Beginn einer wundervollen Feindschaft, wenn man so möchte. Das ist schön ausgedrückt. Und natürlich auch da, Sammy ist Jonas Geheimwaffe, weil er verbreitet, er will natürlich das Wissen über ZIP verbreiten. Und in dem Moment, wo ihm was passiert, hat er Sammy eingegeben, das überall hin in die Datennetze einzuspeisen. Und eben, wie du gesagt hast, sagt ja, also in 99 Fällen wird das nicht durchkommen und irgendwann kommt dann aber einer durch und es braucht ja immer nur ein Signal, damit das dann verstärkt werden kann. Und die Frau Professor Caligari glaubt ihm das und schätzt das auch so ein und gibt sich zufrieden. Und ja. Jonas wollte eigentlich natürlich, dass ZIP die Arbeit einstellt, dass stellt er mal als Maximalforderung, ist aber relativ klar ihm und allen anderen Beteiligten, dass daraus wohl nichts wird und hat dann aber eine abschließende Forderung, die sehr schön alles wieder zusammenbindet, denn wir erinnern uns aus der ersten Szene, Onkel Adrian hatte eine Lebensversicherung, die nicht zahlt bei Selbstmord und Jonas schafft es dann, Professor Caligari dazu zu überreden, dass Onkel Adrians Selbstmord nicht als Selbstmord deklariert wird. Damit bekommt dann Judith Delgado ihre 100.000 Euro und wenigstens ein bisschen Happy Ending kriegen wir dann dadurch auch. Das stimmt. Das ist praktisch der erste Teil, wenn man so möchte, von Szene 9. Und der zweite ist dann noch ein bisschen schmusi. Vorsicht, Kinder unter 18 jetzt weghören. Zumindest kam es mir so vor. Ich weiß nicht, hast du es beim ersten Mal hören auch so gedeutet? Ich weiß nicht, vielleicht liegt es nur an einem old dirty mind wie mir. Er ruft dann Judith an und sagt, also es hat geklappt, die 100.000 Euro hier hast du auch, 5 Fuffis im Club sind, können wir machen, komm doch rüber, das muss gefeiert werden, wir schauen uns alte Krimis an. Und ich dachte sofort in diesem Spruch dann, aha, Netflix and chill, also vor allem, weil er dann Sam klar macht, er soll schon mal das Bett ausfahren, das natürlich nur als Couch zum Netflix, also zum Krimi gucken benutzt wird, aber also es ist schon denkbar, dass wie in klassischen Hollywood-Filmen als Code natürlich hier gedacht wird, hier sehen die nicht nur Filme zusammen, sondern hier sehen die noch ganz andere Sachen voneinander und aneinander in dieser Nacht. Aber das erfahren wir nicht, das bleibt sozusagen im angenehmen Dunkeln der Krimi-Landschaft.
Ja, wunderbar auch eben ein Spiel mit den Konventionen dieses Hardboiled-Genres, das natürlich auch existieren musste in den Limits, die Hollywood ihm vorgegeben hat und insofern sowas auch nie so klar zeigen durfte. Also das ist wunderbar dann auch von Kosa übernommen. Der Einzige, der natürlich genau weiß, was läuft, ist Sammy, der Raymond Chandler zitiert mit den Worten: Der Detektiv ist ein Katalysator und kein Casanova. Ja. Das ist dann so ein es ist so Baustellensex, oder? Okay. Kommen wir jetzt mal auf das Rating zu sprechen. Ja, wir hatten ja großmundig versprochen, dass wir auch so kuratierend wirken und so, was wären wir für schlechte und mittelmäßige Kuratoren, wenn wir in der schnelllebigen Social-Media-Zeit nicht ein Rating parat hätten. Und haben uns überlegt, wie könnten wir denn unsere Folgen raten und haben uns dann entschieden, jede Episode auf einer abschließenden Skala von 0 bis 5 Büroflaschen Whisky einzustufen, wobei 0 eine üble Discounter-Plörre ist und die 5 ist ein Old Forester 1870. Ja. Genau, und, also warum eigentlich Old Forester 1870? Das vielleicht noch erklärt. Genau. Warum das? Denn Old Forester ist der Büro-Whisky, den Jonas selbst erwähnt. Also das ist ein Whisky, der in der Serie Der letzte Detektiv immer wieder vorkommt. Wir haben natürlich auch für euch recherchiert, was ist denn der Old Forester? Old Forester, früher mal mit 2 R, Forester, inzwischen nur mit einem R geschrieben, also man sieht teilweise beides, ist der älteste noch immer produzierte Bourbon der USA. Und zwar, weil diese Brennerei als eine von den allerwenigsten während der Prohibition nicht zumachen musste, weil sie nämlich geschafft hat, die Regierung zu überzeugen, dass sie medizinischen Alkohol herstellen. Das heißt, die haben das dann auch gemacht. Ich weiß nicht, ob da nebenbei noch was gelaufen ist. Aber deswegen hat diese Brennerei quasi als die einzige noch existierende, die auf eine Tradition in den USA von vor der Prohibition zurückschauen kann und ist allgemein ganz gut gelitten, ist ein Bourbon, mit dem sehr viel gemixt wird in New Yorker Bars, stelle ich mir so vor, oder in den Speakeasies von Chicago. Und wir haben ja in unserer Rating-Skala also eigentlich die klassischen 5 Sterne, was eigentlich überall aufgenommen wird. Aber dadurch, dass wir das auch noch auf die Whisky-Sorte ausdehnen können, können wir noch mal so ein bisschen variieren können noch mal so ein bisschen halbe Sterne vergeben, Drittel Sterne vergeben. Und diesmal sind wir bei einer Standardproduktion Old Forester gelandet. Old Forester 86 Proof, nichts Schlechtes, nicht das Beste, was man jemals trinken könnte. Diese Folge ist durchdacht, sie macht alles, was ein Pilot machen muss und betreibt nebenbei schon mal so ein Worldbuilding in einem Ausmaß, dass man wirklich eine Vorstellung davon bekommt, in was für einer Welt Jonas seine Fälle lösen wird. Mhm. Ja, die Folge hat Judith, sie hat einen Sammy, den man erkennen kann und dem Joachim Wichmann Persönlichkeit verleiht. Allerdings, und hier kann man schon mal vorgreifen, ist das noch lange nicht die kongeniale Umsetzung eines Per Augustinski in der Rolle in den späteren Folgen. Viele Zuhörer werden sich vermutlich noch nicht mal daran erinnern, dass eben Wichmann früher Sammy spielte. Das ist natürlich auch ein Beweis dafür, was für einen prägenden Stempel später Augustinski dieser Rolle aufgedrückt hat. Genau. Der Plot dieser Folge ist einfach, aber wirksam. Also das ist ein klassischer, schöner, durcherzählter Krimi-Plot oder hard-boiled Krimi-Plot. Er führt die Organisation ZIP und Frau Professor Caligari ein, also der Beginn der wunderbaren Feindschaft, wie Rudi schon erwähnt hat.
Was zum Top-Jonas-Produkt noch fehlt, ist so ein bisschen Drive und Werf, noch so ein bisschen Lebhaftigkeit und natürlich auch die Abhandlung dieses delikaten Themas Selbstmord. Und das mag vielleicht im Hardball-Genre sich noch ausgehen, aber das ist uns doch durchaus zu platt gemacht und dadurch auch sehr problematisch. Und wir haben natürlich noch die Figurendarstellungen. Da ist zum Beispiel eben dieses Klischeebild eines Schwulen, gespielt von Derek Krakau. Das ist einfach. Also die Figur ist unnötig. Derek Krakau. Ne? Also die Figur ist der Herr Krakau. Ja, richtig, ja. Das wäre dann nicht verwirrend. Nicht gespielt von sozusagen. Ja. Diese Darstellung, die ist für uns unnötig, die ist zutiefst problematisch. Wir haben also in der Mischung einen soliden Einstieg in die Welt. Gerade diese hat aber eben noch so viel mehr zu bieten. Ja, und wenn auch ihr denkt, dass wir, die letzten Detektive, euch noch mehr zu bieten haben, dann empfehlt uns und nicht nur per Rohrpost quer durch Babylon, sondern auch über die diversen im Jahr 2021 ja existierenden sozialen Medien. Abonniert uns doch bei YouTube und bei einem Podcatcher eurer Wahl und besucht auch die fantastische neue Website www.dieletztendetektive.de. Genau, schreibt uns Feedback an sam@dieletztendetektive.de. Schaut vorbei bei Instagram @dieletztendetektive und auf Twitter @letztedetektive. Und jetzt bleibt noch zu sagen, Sammy, klapp das Bett raus. Das war Testmarkt, eine Folge des Podcasts Die letzten Detektive von Rudolf Inderst und Thorsten Kattke. Musik von Schwarzensee. Eine Produktion aus dem Jahr 2021. Redaktion Rudolf Inderst und Thorsten Kattke.